Hallo Mann. Boah. Ich wurde so oft im letzten Part gestört und deswegen wollte ich mich hier entschuldigen. Und ja. Eine Schönheit kann heutzutage nicht nur auf ihre Aussehen bauen, wisst ihr? Weil wenn man Sport treibt, werden die Jungs aufmerksam. Ja, aber es liegt wohl ganz anders dran, warum die Jungs aufmerksam werden. Ich wollte ein bisschen wackeln sehen. Du kannst hier nicht vorbei. Ich will den allein finden. Wovon ich rede, das ist geheim. Lass mich durch, du Kleiner. Egal, ich lasse. Das ist der Polizist, den lasse ich mal in Ruhe. Och, wie wunderschön der Anblick einer Geisha ist, die unter dem Herbstlaub spazieren geht. Was hältst du von dieser Anstecknadel? Nicht schlecht, was? Die gibt es nur in Kyoto. Angeblich gibt es in Tokio jemanden, der alte Anstecknadel sammelt und sie gegen andere Dinge eintauscht. Ich würde ja mit jemandem tauschen, aber ich will nicht nach Tokio, in der großen Stadt. Echt? Gibt es da jemanden? Ich habe den noch nicht gefunden bisher, würde ich mal sagen. Wenn einer meiner Zuschauer das weiß, bitte sagen. Heute ist mein erster Tag als Geisha-Lehrling. Wünscht mir Glück, mein Weg zur wahren Schule beginnt heute. Was sagt der Blitz? Ballkontrolle 24. 22. Kevin braucht das. Sehen wir mal, wie das aussieht. Das kann ich nicht. Okay, das war die Ballkontrolle. Hey, pass mal auf, wo du hintrittst, du Tollpatsch. Was ist denn hier los? Klingt nach Ärger. So was passiert nur einmal in den Großstädten. Da halten wir uns besser raus. Wie kannst du so etwas sagen? Wenn niemand in Schwierigkeiten steckt, dann sollten wir helfen. Was? Meinst du, ich glaube nicht, dass es gut wäre, sich da einzumischen. Aber wie du willst. Ach, der... Ich habe mir aber irgendwie schon gedacht, was glaubst du, wer du bist? Einfach Leute anzurempeln und sich dann einmal... Nicht einmal entschuldigen... Und sich nicht einmal zu entschuldigen. Was läuft so? Du hast aber echt Nerven. Ey, was soll das denn? Ihr geht zu weit zu auf einen los, ihr Feiglinge. Was zum Geier? Das hier hat nichts mit euch mit dir zu tun. Zeig, geh nach Hause zu deiner Mami. Bei deinem hässlichen Gesicht war es ja klar, dass aus dir nichts anderes werden könnte als ein Rowdy. Den Spruch merke ich mir. Hey, Frost, du solltest vielleicht nicht. Was? Sag das nochmal. Das wird ein Spaß, wir könnten eine leichte Aufwärmerunde gebrauchen, bevor wir uns dem Hauptgang zuwenden. Den Spruch merke ich mir. Unverschämte Schwächlinge, wir werden euch fertig machen. Die Schurken. Ich krieg den Ball. Und ich hab den drin. Okay, dann mach ich einfach mal so. Man kann sie überspringen, man hat ja auch den Schuss schon öfters gesehen. Und wir haben gewonnen. Vorwärts, Raimon! Yay, so gut muss das sein. Oh, das haben wir euch noch einmal. Hey, geht es dir gut? Bist du verletzt? Steckt ihr eure Nasen immer so in andere Leute Angelegenheiten? Was?
euch denn nach Hilfe gefragt? Hä? Mit den paar Witzfiguren wäre ich auch alleine zurechtgekommen. Busty, was so? Na toll, gern geschehen, was für ein undankbares Balk. Da habt ihr euch wohl den falschen Jungen für eure Hilfsbereitschaft ausgesucht. Der gilt hier als schwarzes Schaf. Es wundert mich, dass er überhaupt in dem Kloster definitiv bleiben darf. Und sie damit sagen, dass der ein Schüler aus dem Kloster ist? Wieso geht ein kleiner Tunichgut wie der auf die Schule, die so viel Wert auf die Schulung von Körper und Geist legt? Jetzt hatten wir nicht schon genug Probleme mit den Fremden, denen der Stadt aufgetaucht ist. Ein Haufen missratener Schulkinder können wir im Moment nicht gebrauchen. Stimme Ihnen zu. Das ist skandalös. Hey Celia, beruhige dich immer wieder. Entschuldigen Sie bitte. Können Sie uns sagen, wo es zur Kloster Definity geht? Sucht ihr dort etwas Bestimmtes? Geht einfach vom Stadtzentrum aus nach Nordwesten. Die Kloster Definity liegt tief im Wald. Wie gut, dass wir uns eingemischt haben. Jetzt wissen wir, wo es zur Schule geht. Auf geht's, Captain. Ja, jetzt auf einmal greife ich dahin. Okay, aber erstmal diese Schatztruhen mal aufsammeln. Okay. Und du? Ein Schauschau. Das ist definitiv ein Dackel. Guck mal, ein süßer kleiner Schauschau. Ein Dackel, das ist ein perfekter Pekinese. Und du? Das sind ja ein paar verrückte Hunde. Vorsicht, hier ist ein Loch im Boden. Ich bin gerade reingefallen. Aua, das muss eine Falle von diesen Scherzgeist von deinem Kloster sein. Ich hätte gedacht, dass eine Schule mit einem so untadeligen Ruf so einer Schule in Hand aufnimmt. Vielleicht wohnen sie ja drin, Schüler. Okay. Salto-Kopfball. Dragon Ball, Raketenschuss, Frostball. Das nehme ich doch mal im Kopf. Feuerdribbling. Spiegelung. Can-Seitling, okay. Superscan. Klingenangriff. Sturmwind, Kraftschild. Salto-Kopfball sieht auch interessant aus. Raketenschuss. Ich habe wieder so wenig Geld. Mann, oh Mann. Den gebe ich auch mal einen Schuss. Raketenschuss. Wo ist Frost eigentlich? Soll ich da auch einen Schuss geben? Ich weiß nicht. Meteorattacke gebe ich ihm mal. Da ist er ja. Dir gebe ich mal Frostball. Okay. Das? Okay, damit haben wir das mal. Ein bisschen reden. Gute Anleitung für Spezialitäten. Seht euch mal um. Vielleicht gefällt euch etwas. Sagt mir Bescheid, wenn ihr richtig gut Fußball spielen könnt, dann werde ich euch anfeuern. Ey, wir sind die Raimund. Wir müssen uns angefeuert werden. Ich werde die Anleitungen benutzen, um noch besser Fußball spielen als die Rang und Life. Achso. Vielleicht kann ich die Anleitung in diesem Notizen benutzen, um mich an Banyan, die alle seine Streiche zu rächen. Den zeige ich ihm. Heißt der Banyan? Oh, Entschuldigung, ich habe nur diese Technik hier ausprobiert. Achso. Ihr habt mich gefunden. Ich wollte noch Anleitungen für Spezialtechniken suchen, mit denen ich stärker werden kann. Aber Schüler von der Kloster dürfen nicht so viel Kontakt mit Außenwelt haben. Ihr dürft keinem erfahren, dass ich hier war. Die
Gib mir Geld. Dann halte ich meinen Mund. Warte, Nordwesten. Ah, okay, das muss hier nach oben. Hä? Okay. Herzlich willkommen, müde Reisende. Ende dieser Stufe liegt die Closer Definity. Du? Mein großer Bruder wollte immer auf die Closer Definity zur Schule gehen. Er schleicht sich jeden Tag hinein und sieht die Schüler beim Training zu. Ach so. Okay. Warum ich die Truhe nicht aufmachen kann. So schnell bin ich bei Kloster angekommen. Achso, Kloster. Kloster, ich sag's einfach Kloster. Klingt besser als Kloster. Hier ist sie also, die Kloster. Kloster Definity. Kung Fu. Panda? Huha, huha, hu. Irre, wie konzentriert sie sind. Timmy hat in sich recht. Die hätten auf jeden Fall die Football Frontier gewonnen. Du könntest recht haben. Entschuldigung, können wir bitte mit jemandem reden? Oha, huha. Vielleicht können sie uns nicht hören. Lass mich mal versuchen. Entschuldigung, bitte. Hallo? Warum ist ein Haar da drin? Hallo? Ich schreie jetzt nicht rum, weil jemand hätte... Hört mich jemand? Keine Reaktion. Sie sehen nicht so aus, als würden sie sich wegen dem Angriff Sorgen machen. Vielleicht haben sie die Warnung nur nicht erhalten. Wir sollten jemanden suchen, der uns zuhört. Gute Idee, schauen wir uns ein wenig herum. Aufräumen, alles schön ordentlich. Langweilig. Wieso muss ich das immer machen? Was? Die schon wieder? Das hier muss der Eingang sein. Lasst uns reingehen. Mark, alles in Ordnung bei dir? Was zum Geier? Wer hat denn hier eine Fallgrube gegraben? Das hat gesessen. Hey, es ist der Junge aus der Stadt. Du warst dort. Warum machst du das mit den Leuten, die dir geholfen haben? Barry, hören? Okay, wieder da. Neuer Part und alles. Und immer wieder werde ich gestört. Das regt mich manchmal richtig auf. Jetzt kommt's. Jawohl, Herr Kapitän. Gibt es hier ein Problem, bei dessen Lösung ich behilflich sein kann? Oha, das ist mir ja mal ein falscher 50er. Er ist ein kleiner Schlawiner und ist der reinste Musterknabe. Baja, wie kannst du unseren verehrten Gästen nur so behandeln? Geht es euch beiden gut? Nein. Schaut mich nicht so an. Es ist doch deren Schuld, wenn sie in diese Löcher fallen. Baja? Tut mir auch richtig leid. Ich allein trage die Verantwortung, wenn ich meine Spieler nicht im Zorn halten kann. Mein Name ist Kran Kick, Kapitän des Fußballteams der Kloster Definity. Kapitän des Fußballteams? Willst du damit sagen, dass dieser Junge da Fußball spielt? Nur als Auswechselspieler. Sein Name ist Gott Banyan. Und er macht eine Menge Ärger. Mein Bruder und ich wurden dank einem seiner Streiche von Kopf bis Fuß mit Farbe überschüttet. Nicht wahr, älterer Bruder? So ist es, junger Bruder, ich kann sie immer noch riechen. Wir haben wohl nicht alles entfernen können. Ja, im Gesicht merkt man das. Mit
Tabi überschüttet?